Ja Leute, willkommen zum nächsten Part von WWE. Wir befinden uns hier bei der Survivor Series 2011 in New York. Und hier der aktuelle Champion, Alberto Del Rio, das Einzug, den wir immer überspringen. Und natürlich der Beste der Welt, C zu dem M zu dem Punk. Eines der geilsten Einzugslieder, muss man echt sagen. The Cult of Personality. Oh, Howard Finkel am Start. Habe ich gerade eben irgendwie gelesen. Das ist so ein Ringsprecher von früher. Okay, wir spielen CM Punk. Sehr gut. Besiege Alberto Rio durch Pinfall. Klar. Wenn 1 gegen 1 ist ja kein Ding für mich. Einfach eintreten auf den Spasti, kurz jubeln hier so. Yeah, ich bin CM Punk, ich bin geil. Oh, Shane Wrestling. Ja, schön, dass du Counter-Strike spielst, Niklas. Ey, komm schon. Nein, Alberto, nein. Das wird nix. Sehr schön. Punk geht hier richtig hart. Alberto Rio auf die Eier. Die ist nuts. Das hat das schon an, der wird heute zum Schlafen geschickt. Na, Albert, was machst du jetzt? Und da ist er, mein Signature. Der Elbow. Albert Rio liegt gut, aber liegt da auch schön. Nein, er dreht sich die Fotze. Oder, warte. Da ist er, der Signature Move. Nein! Puh, Alter. Del Rio einfach mit seinem scheiß Signature auf einmal. Muss er das ausgerechnet jetzt auskontern? Ich wollte das Match schnell beenden. Aber das kennt dieses Spiel hier anscheinend nicht schnell. Den Move liebe ich irgendwie. Habe ich Punk aber noch nie in echt lachen sehen. Muss ich gestehen. Springt halt so mal eine Runde auf ihn drauf. Nein, das seht ihr jetzt bitte nicht zweideutig. Oh! Alter! Das war mal nice. Ich vergesse immer den Namen von dem Move. Warte, mit M war das. Aber richtig nice auf jeden Fall. Man sieht einfach, Punk ist wirklich einer der besten Wrestler der Welt. Technisch. Am Mike sowieso. Der Typ ist ein Gott, DDT. Moonsault war das, genau. Glaube ich. Na, Alberto Rio, bist du jetzt schon tot? Hauptsache, ich treffe den dritten nicht. Komm schon. Jetzt. Aber bitte. Das kann ich dein Ernst sein, Alberto. Jetzt bleibst du gefälligst mal liegen. Komm, Elbow! Jawohl! So. It's go to sleep. Go to sleep, du nur. So, GTS. Das war's, Alberto. Du gehst jetzt schön schlafen. Was war das denn? Ich hab doch gerade einen Finisher gemacht. Und es hat er auf einmal dem Enzyugiri. Scheiße. Alter! Das war richtig knapp. Nein, der Cross-Armbreaker. Jetzt habe ich es gut, dass der nur Aufgabe-Finisher hat, weil er mich jetzt nicht so richtig hart tot finishen kann. Genau, tot finishen. So, da bin ich schon draußen. Nein! Ich habe auch so eine Anaconda-Beiß ausgeführt. Nein! Nein! Ich wollte doch die GTS ausführen. Was für eine Scheiße, Alter. Das kann auch nicht wahr sein. Mann, ich war so dicht davor. Du Scheißfotze. Ja, so eine Technik hast du nicht, du kleiner Spasti. Du bist ja gut, aber nicht der Beste. Denn der Beste ist der Beste der Welt. Und der Beste der Welt ist CM Punk. Ja.
Fuck, Camel Clutch an den Seilen ist auch nicht das beste. Hurricane Runner. Sich geil fühlen. Der muss schon wieder, sollten wir langsam mal wieder bei 100% sein. Was haben wir eigentlich noch hier für ein Signature am Start? Diving Elbow Drop und den Shining Wizard. Okay, Ecke vorn. Ach, der Snee in die Face. Oh, scheiße, jetzt pinne ich ihn aus Versehen. Oh, Punk. Was macht Del Rio hier? Del Rio tappt! Das war's! LOL! Der hat doch noch mein GTS nicht ausgeführt. The Cult of Personality. Sehr geil, neuer Champion. Der beste. CM Punk. Aber irgendwas kommt da doch noch, denke ich mal. New WWE Champion. CM Punk. Oh, die CM Punk Fans dahinter, die freuen sich. Geil, Mann. Unser Typ sitzt in Unterhose vor uns. Unser Pink Wrestler. Geil.